Ja, natürlich sind wir enttäuscht. Wir haben die Aufgabe gehabt, mutig und frech nach vorne zu spielen, vorne anzulaufen, phasenweise, wenn es gut geht. Ich glaube, das haben wir gut umgesetzt. Also wir stellen sie nicht nur hinten rein und spielen auf Konter, sondern ja, ich glaube, wir wollen da auch schon selber das Spiel in die Hand nehmen, ein bisschen frech vorne anlaufen und dann unsere Chancen nützen. Ja, ich glaube, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, ein sehr intensives Spiel. Erste Halbzeit war ja mit dem 1:1. Ich glaube, gut für uns. Zweite Halbzeit sind wir dann gut aus der Kabine gekommen, haben leider nicht die Torchancen genutzt und so hat das Gladbach dann abgezockt gemacht. Ja, wir haben uns grundsätzlich nach dem Spiel gegen Fürth vorgenommen, mutiger zu spielen. Das war unser schlechtestes Spiel jetzt von den ersten vier. Haben wir gesagt, dass wir auch Fußball spielen müssen, uns das zutrauen, auch gegen die Top-Teams. Step by step mutiger werden. Zu Fußballspielen gehört natürlich Selbstvertrauen dazu. Da müssen wir uns immer dazu zwingen, im Training das auch zu probieren, auch mal einen Fehler riskieren. Dann wird es auch uns weiterbringen. Aber Fakt ist auch, wir müssen auch an die Fehler analysieren, was wir gemacht haben. Das ist halt Bundesliga. Ja, ich glaube, das waren jetzt zwei Situationen in der zweiten Halbzeit, wo wir unachtsam waren. Da darf er nicht raus, denn da müssen wir faul ziehen. Dann wissen wir, dass der ein richtig gutes Tempo da hat. Das waren halt dann die Unterschiedaktionen, was ein Top-Team in der Bundesliga dann hat. Müssen wir viel besser verteidigen, das wissen wir, aber grundsätzlich war es, glaube ich, kein schlechter Auftritt von uns. Wir waren sehr, sehr mutig, hatten auch die ein oder andere Umschaltsituation, die wir nicht clever ausspielen oder verabsäumen da beim 3-1, wo Hacki, glaube ich, das 3-2 am Fuß hat, dann bist du auch wieder da. Fakt ist aber, wir haben zwei Fehler gemacht in der zweiten Halbzeit, die sie ausgenutzt haben, aber trotzdem, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, wir können da viele, viele gute Dinge draus ziehen und müssen aber auch die Dinge ansprechen, was wir da falsch gemacht haben. Man fährt immer wohin, um was mitzunehmen, heute war definitiv mehr drin, wir hatten ein paar Dinge, die wir nicht genutzt haben, ein paar gute Umschaltmomente, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir kaltschnäuziger werden. Ja, in der Bundesliga ist es immer so, dass ein Top-Team jeden Fehler ausnutzt, das haben wir heute wieder gesehen. Ja, das müssen wir abstellen. Da müssen wir cleverer sein, da müssen wir besser agieren. Ich finde, dass wir sehr mutig aufgetreten sind, dass wir auch fußballerisch immer Lösungen hatten, dass wir immer wieder Dynamik ins Spiel zum gegnerischen Tor auch gebracht haben, dass wir sehr offensiv auch verteidigt haben, gute Ballgewinne gehabt haben und dann das immer wieder mal nicht ganz sauber ausgespielt haben und auch einfach vor dem Tor zu viel haben liegen lassen und da sind wir heute bestraft worden dafür. Ja, wir werden das verstärken natürlich. Es soll die Jungs ja auch pushen, dass sie sehen, dass sie hier in der Atmosphäre auswärts bei Mönchengladbach, bei einer wirklich sehr guten Mannschaft, halt einfach voll auf Augenhöhe waren. Ne? Und ich denke, gerade in den Phasen, auch nach der Halbzeit, da musst du halt dann dazu beißen. Das gehört dann auch zu einem Entwicklungsprozess dazu, ja, dass wenn du dann schon dran bist, ja, dann musst du halt auch killen. Ne? Solche Chancen darfst du nicht liegen lassen und vor allen Dingen darfst du dann natürlich auch nicht bei aller Euphorie, ne, so einfach die Türe aufmachen. Die Gladbacher halt, wenn sie mit Tempo dann auf die Kette kommen, ja, haben sie natürlich klasse. Und das hat man dann auch gesehen, wie sauber und ruhig die das dann in vollem Tempo ausspielen, hohe Präzision da haben. Und ja, das tut dann halt weh.